Kuschan, wie lebst du deinen Glauben eigentlich so außerhalb der Gemeinde, also in deinem ganz normalen Alltag? Hallo, ich bin Kuschan, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Christ und ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Mit meinen Freunden habe ich viel zu tun, auch christlichen und unchristlichen. Und dadurch lerne ich viel und kann ich auch meinen Glauben verstärken. Und warum glaubst du? Also was bringt dir das Ganze? Hallo, ich bin Laura, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Christin. Ich gehe in eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Das Ganze bringt mir Hoffnung, um besser zu leben und immer Gott besser kennenzulernen. Wie begegnest du deinen Glauben praktisch? Mit Musik. Also das ist so ein Punkt, mit dem ich ganz viel Gott lobe und preise, aber auch ihm bitte. Also ich mache das mit Liedern, auch mit neuen Liedern aus Liederbüchern. Das sind ganz verschiedene. Also da kann man Gott bitten, man kann ihm danken, man kann ihn einfach loben. Und ich mache das mit Gitarre, also Gitarre und Gesang und überall zu Hause, aber auch in der Gemeinde. Wir haben da eine Anlage und da habe ich dann Möglichkeiten, auch mit einer Band. Wir spielen ja auch manchmal zusammen und ja, das ist dann richtig toll. Also durch Musik kann ich Gott am besten begegnen. Okay, schön. Ja. Und was hast du, also wie hast du eigentlich Gott so richtig erlebt? Sag mal so ein Beispiel. Ich habe Gott vor ungefähr 4 Jahren erlebt bei unserer Reise als Familie von Iran nach Deutschland. Und wir haben da richtig gebetet. Wir hatten ein Problem. Wir sollten bei der in Iran sollten wir bei der Grenze, nicht Grenze, wie nennt man das? Im Flugplatz sollten wir eine Genehmigung zeigen zur Polizei. Und diese Genehmigung hatten wir nicht, weil wir eigentlich von Iran nach Deutschland wollten fluchen und nicht reisen. Und da haben wir so viel gebetet, um das zu schaffen, weil wir ohne diese Genehmigung konnten wir nicht raus von da. Und dann haben wir richtig gebetet, ich habe fast geweint. Und da habe ich Gott erlebt, diesen Moment, wo wir sollten einfach, diese Polizist sozusagen, war in diesem Moment weg und wir haben schnell so richtig gelaufen bei anderer Seite. Und da brauchten wir keine Genehmigung mehr. Und da hat uns Gott richtig geholfen und ich bin auch dankbar dafür. Ja, das ist richtig das, cool. Da habe ich Gott erlebt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich mich in die Gemeinde taufen lassen. Und so werde ich immer, auch durch die Taufe, bin ich immer mit Gott. Und das ist, was ich auch will. Und erlebe, Gott erlebe ich jeden Tag. Das ist es.